Seid gegrüßt. Ja, wie ich letztes Mal schon ankündigte, werden wir diesen Teil Norddom widmen, indem wir erstmal seine speziellen Gegenstände im Inventar beaugapfeln werden. Die Optics habe ich ihn schon dahin gelegt, er hatte vorher sein Norddoms Okular da dran. Und das hätte ihm einen ETW-0-Bonus von plus 1 für Geschosswaffen gegeben, beziehungsweise minus 1. Kann nur von Mo-Drohnen verwendet werden. Dieses aufsetzbare Vergrößerungsglas dient als Zielfernrohr für Norddoms Armbrust. Es verbessert seine Treffsicherheit und sieht recht furchteinflößend aus, wenn er es sich über das linke Auge zieht. Ja, er hat stattdessen jetzt die Optics, die ist zwar verflucht, ruft Klopfen hervor, hat plus 2 Schaden, 50% Chance auf kritische Treffer und ein Glück und macht noch, beziehungsweise verbessert den ETW 0 um 2. Ja, Zielfernrohr halt. Dann hat er natürlich noch seine Armbrust. Norddoms Armbrust. Der Schaden variiert nach der Munition, die man reinlegt, hat man ja auch schon welche gefunden. Ist plus 1 verzaubert, hat ein ETW 0 plus 1 und Initiative 10. Also ist als letztes, glaube ich, dran. Ja, Waffenfertigkeit Geschoss. Können nur von Norddom verwendet werden. Norddoms Heimatebene Mechanus wird von riesigen Uhrwerken angetrieben. Die Pflege dieser Getriebe sowie die Sorge darum, dass sie immer glatt laufen, obliegt Wesen, die Getriebegeister genannt werden. Diese Getriebegeister haben die Fähigkeit, sich in fast jedes Werkzeug oder übliche mechanische Geräte zu verwandeln, sogar in Armbrüste. Norddoms zwei Armbrüste sind also eigentlich zwei Getriebegeister, die willig mit ihm von Mechanus geflohen zu sein scheinen. Ihre Pflichten sind so ungeheuerlich wichtig für das reibungslose Funktionieren von Mechanus, dass die Mordronen diesen Geistern offiziell die unterschiedlichen Getriebe zugewiesen haben. Wenn die Getriebegeister auch die Getriebe lieben, um die sie sich so viel kümmern, so wurmt sie doch ihr Dienst für die Mordronen, sodass sie etwas verstimmt sind. Daher geht das Gerücht, dass Getriebegeister die Pflichte eine Weile ruhen lassen, um die anderen Ebenen auszuprobieren. Norddoms Armbrüste wurden wahrscheinlich von dieser Wanderlust gepackt. Und nun reisen sie mit ihm Huckepack und spicken jedes feindliche Ziel, das sie sehen, mit Bolzen. Die Getriebegeister können endlose Mengen dieser Bolzen herstellen, sodass Norddom nie nachladen muss, wenn er nicht neue Armbrustbolzen feuern möchte. Also andere quasi. Es gibt ja noch die anderen, die nicht unendlich vorhanden sind. Die Armbrüste geben ab und zu leise klickende und rasselnde Geräusche von sich, als ob sie miteinander reden. Aber ihre Unterhaltung ist unverständlich. Sie diskutieren wahrscheinlich die Feinheiten der Armbrustmechanik. Ja. Man sieht schon, hier habe ich so Kram, den wir verhökern können, bis auf diese komischen Dinger hier. Von denen eigentlich keiner weiß, was man damit machen kann. Hier, ganz was Feines kannst du ja essen. Ich habe echt keine Ahnung, was man damit tun soll. Ja, dann haben wir natürlich noch Norddoms Biografie. Modron rückwärts gleich Norddom. Anfragen? Chronologie. Modron, Marsch, Zielort. Limbus, ursprünglicher Zielort, Mechanus. Ursachen für Zielortänderung unbekannt. Ursache? Verirrt. Neue Parameter durch Vorgesetzte festgelegt. Geformte Materie der Ebene Limbus zum Testen von Hypothese Rubicon-Verlies konstruiert.
Vorgesetzten bei Feldversuch verloren. Vorgesetzter Nordom. Nach Ebenenkontakt weicht Perspektive von Normalzustand ab. Wahrnehmung jetzt kleiner und lauter. Flügel wurden durch Arme ersetzt. Ursache ungeklärt. Verdacht, Hypothese, Flügel unerwünscht, Spekulation. Nordrom war früher 1, aber ist jetzt... Das ist dumm. Draußen wird die Sonne dauernd von Wolken verdeckt und wieder nicht. Und der gelbe Text hebt sich dann manchmal ein bisschen schlechter ab. Nordrom war früher 1, aber ist jetzt kleineres, lauteres 1. Schwierigkeiten bei der Informationsverarbeitung. Zwei Geister von Rubikon getrieben unterstützen Nordom. Transformieren sich in Waffen zum Schutz gegen Rubikon-Fehler. Ihre Anfrage? Ort verlassen und andere empfindungsfähige Feinde töten. Ziel? Abenteuer? Ursache für Nordoms Abweichung unbekannt. Primärfunktion beendet, als Rubikon-Abtrennung 3 Ellen nach innen erreicht und weiter Anstieg. Funktionen werden verarbeitet. Funktionen nach Eintreffen neuer Empfindungsfähiger neu definiert. Nordrom jetzt Getriebe in neuer Hierarchie. Angegebener Anführer, Adressat, Achtung. Nordrom folgt. Ja. Jetzt können wir uns noch... Ah nein, jetzt haben wir noch das Journal... Nicht, dass wir was vergessen. Bestien. Nordom. Nordom ist ein Einzelgänger-Modrone, der sich entschlossen hat, mit dir zu reisen. Wenn er von den anderen Modronen entdeckt wird, wird er sicherlich demontiert und zu Altmetall gemacht, damit seine Individualität nicht die anderen Modronen ansteckt. Nordom trägt ein paar Armbrüste. Manchmal spricht er mit ihnen und sie scheinen ihm zu antworten. Ja, das ist er. Er hat keine Flügel. Anweisung erhalten. Verarbeitung läuft. Und er redet schön. Anweisung erhalten. Wird verarbeitet. Von der Seite fand ich gerade so, das war, als ob er, ja, als er da so gelaufen ist, als ob er zwei Pumpguns in der Hand hat, statt zwei Armbrüste, aber gut. So, was hast du zu sagen? Nordom startet. Konzentriert auf seine Armbrüste. Sie geben unterschiedliche klickende Geräusche von sich. Zuerst die eine und dann die andere. Es klingt fast so, als würden sie sich unterhalten. Was machst du mit deinen Armbrüsten? Achtung, Nordrom, erfolgreich! Nordrom dreht sich zu dir um, stolpert dabei und richtet sich mit einem Klang wieder auf. Antwort auf Frage. Wird Aktion mit Armbrust durchgeführt? Stelle Antrag auf Klarifizierung. Null Armbrust vorhanden. Du hast doch ein paar Armbrüste, Nordrom. Klarifizierung, Aussage, fehlerhaft. Nordrom verwendet keine Armbrüste. Er stottert einen Moment. Dann zeigen plötzlich die Armbrüste auf dich, obwohl du nicht gesehen hast, wie sie sich bewegt haben. Null Armbrüste. Zieh nicht mit deinen Armbrüsten auf mich. Nordom. Natürlich verwendest du Armbrüste. Du hast sogar zwei davon. Oh, echt? Und was sind das dann für schnarrende Dinger an deiner Hand? Okay, wenn das keine Armbrüste sind, muss das ja was anderes sein. Dann soll er uns das mal erzählen. Antwort 2. Klickende Objekte werden in gegenüberliegenden Fingern gehalten. Nordrom hebt seinen Nietenfinger und schwenkt die zwei Armbrüste, die unvermittelt zu klicken und zu schnarren beginnen, als wären sie irritiert. Antwort: Objekte gleich Getriebegeister. Getriebegeister? Was meinst du damit? Frage: Definiere Getriebegeister. Antwort: Getriebegeister. Ja, aber was sind Getriebegeister? Meister. So viel Spaß das ja auch macht. Ich schätze einem Bate zu einem Barhocker. Ich schätze einem Bate zu einem Barhocker unter dem Hintern wegzuziehen, macht mehr Sinn, als mit diesem blöden Polygon mit unserer Knochenkiste. Klappern. Weißt du, was Getriebegeister sind, Mord?
Meister, ich habe keine Ahnung, was dieser Würfel da herumklappert. Ich dachte, du wärst ein Experte zu den Ebenen. Ich weiß mehr als du, du stolpernder, krächzender Gedächtnisloser. Außerdem habe ich noch drei Wissensstücke für dich, die dann in deiner leeren Hirnschachtel rumrasseln könnten. Erstens gibt es zu den Ebenen keine Experten. Zweitens, ich komme so einem Experten mit Sicherheit am nächsten. Und drittens, behandle mich mit etwas Respekt. Warum? Siehe Punkt 2. Na gut, Nordrom, ich würde noch ein paar Fragen stellen. Ich bin neugierig, Nordrom. Wie bist du nach Robicon gelangt? Nordrom schreibt. Frage erfordert Einlesung der Chronologie. Soll Nordrom Chronologie einlesen? Ja, das wüsste ich gerne. Befehle erhalten. Zu Beginn des Rubicon-Projekts. Abreise von Ebene Mechanos. Erste Stufe. Ankunft an Bestimmungsort. Ebene Limbus. Zweite Stufe. Parameter diktiert von Vorgesetztem Entwicklungsleiter. Geformte Materie der Ebene Limbus zum Test von Hypothese Rubicon verließ konstruiert. Erzähl weiter. Vorgesetzter, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, bei Feldversuch vermisst. Chronologie unterbrochen, bei Erreichen von zweiter Stufe. Dritte Stufe, Unterbrechung aufgetreten. Nicht Teil der Projektanweisung. Was ist während der dritten Stufe passiert? Dritte Stufe, einmalig. Nordom-spezifische Stufe, Hypothese, Fehler des Leiters. Plus Aussetzen gegenüber Ebene Chaos verursacht Abweichung in Nordroms Perspektive von Norm. Von der Norm abweichen? Wie? Selbstbeobachtungszyklus beginnt. Nordrom klickt seine Augen zu und fängt an zu summen. Nach einigen Augenblicken klicken seine Augen wieder auf. Auswertung der Selbstbeobachtung. Wahrnehmung wurde 1. kleiner und B lauter. Flügel wurden durch Arme ersetzt. Grund unbekannt. Verdacht, Hypothese, Flügel unerwünscht. Spekulation, Nordrom war einmal 1, aber ist kleineres, lauteres 1. Veränderung hat zu Schwierigkeiten bei der Informationsverarbeitung geführt. Also, ist er anscheinend aus seinem Modronennetz Nexus geflogen. Er ist ein Borg. Ja, und ist jetzt ganz allein. Und versucht sich durchzuschlagen. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. So, wir hätten noch weitere Fragen. Nordrom, was sind Modronen? Es ertönt ein Klick, 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 während Nordrom in schneller Folge zwinkert. Dann schrapst er. Eine Frage, Modron, was ist? Definiere Modron. Ich bin Modron. Ja, aber was ist ein Modron? Frage, Modron, definiere Modron. Ich bin Modron. Beantwortet. Die Läden klicken einige Male über Modrons Augen zu und seine Augen erweitern sich zu großen Punkten. Neue Frage, Modron, aber was ist? Definiere. Aber was ist Modron? Modron ist Nordrom. Rückwärts Nordrom gleich Modron. Kennen wir aber ja schon, aber... Ah, bei allen Kräften. Und mein Verstand hört auf damit. Er wird noch völlig durchdrehen, wenn du das immer wieder fragst. Das hätte ich eigentlich bezweckt, Morte. Mord? Naja, ich wollte die Antwort. Und er hat sie mir gegeben. Nehmen wir mal das. Pass auf, Meister. Normale Modronen kapieren fast gar nichts außer ihren Grundaufgaben. Und dieses blöde Polygon hier kommt obendrein gerade aus den Ebenen. Verwirrt
Verwirr diesen Würfel also nicht, okay? Zumindest nicht, solange er bewaffnet ist. Wenn du was über Mordronen wissen willst, dann frag nicht ihn, sondern mich. Okay, Mord, was kannst du mir über Mordronen sagen? Das ist so, Meister. Mordronen sind diese blöden geometrischen Figuren, die auf ihrer Heimatebene Mechanus herumrattern. Wir sind echt sauber, ordentlich, und sie wollen, dass der Rest des Multiversums auch so ist. Deshalb sind sie so eine Plage. Was ist falsch daran, das Multiversum ordentlich machen zu wollen? Mord blickt zu Nordom hinüber und seine linke Armbrust an der Seite seines Kopfes, der seine linke Armbrust an die Seite seines Kopfes hält, als würde er ihr zuhören. Mein Meister, das Chaos seinen Platz hat. Und wenn alles so wäre, wie ein Modron es sieht, dann wäre das hier kein richtiges Leben, oder zumindest kein Leben, das ich führen wollte. Sie wollen immer alles nur strukturieren. Bäh! Wahrheit, das sehe ich auch so. Es muss auch Chaos geben. Zu viele Gesetze und wir würden völlig stagnieren. Hör mal, ich hätte noch ein paar Fragen an Nordrom. Doch, irgendwie, ich weiß nicht. Verstehe, hör mal zu, ich hab noch ein paar Fragen. Na gut, gehen wir. Nehmen wir mal das erste. Achso, starte, erwarte Frage. Erzähl mir was über Mechanus, Nordrom. Nordrom erstarrt. Dann beginnen die Zahnradgetriebe in seinem Ellenbogen plötzlich sich synchron mit einer langsamen, hypnotischen Bewegung zu drehen. Definiere Frage. Mechanus. Ebene der Ordnung, Vernunft, Ursache bewirkt Wirkung, vorhersagbar, Gesetz, Logik, reglementiert, Gehorsam, Zahnräder drehen, Mechanus gleich Nordoms Herkunft, Mechanus gleich Null Heimat, Nordom. Mechanus, sterbenslangweilig, Meister. Stell dir eine Ebene voller Modronen und riesiger Zahnradgetriebe vor. Und du hast die große, langweilige Ebene Mechanus. Zu viel Gesetz, zu nervig, ein Ort, an dem man nicht einmal denken will, geschweige denn ihn besuchen. Also, ich hätte jetzt wenig gegen. Gras die Gefallene. Abgesehen von Mords Einwänden ist Mechanus eigentlich ein faszinierender Ort. Es gibt keinen Himmel, sondern nur riesige Zahnradgetriebe, die sich im Raum drehen. Je nach ihren Zyklen strahlen sie Licht aus. Und die Wirkung ist ziemlich überwältigend. Die Logik und Ordnung dieses Ortes wirken ziemlich entspannend und es gibt mehr als genug zu tun, um der Langeweile zu entkommen. Aber man weiß, wo man suchen muss und wie man hinkommt. Entschuldige, du Priesterin der Förmlichkeit, aber Mechanus ist die langweiligste Ebene im Multiversum. Das einzige Interessante daran wäre, wenn du zu Besuch kämst. Mord rollt die Augen. Aber ich glaube auch, das würde nach einer Weile seinen Reiz verlieren. Nordrom, was hast du mit Null Heimat gemeint? Mechanus Ursprungsort, Quelle, Energie. Kann nicht zu Mechanus zurückkehren. Null Heimat. Gesetz mit Dasein gebrochen. Zentralbüro für Bestrafung von Straftätern wartet in Regulus. Mechanus Herkunft Null Heimat. Heimat Null Ort. Was meinst du mit Quelle? Quelle gleich Energie. Alle Mordronen sind Teil dieser Quelle, Meister. Ist so wie eine riesige Energiebank. Wenn einer von ihnen stirbt, wird die Energie, die man zu seiner Herstellung benötigt hat, in die Bank zurückabsorbiert und ein neuer wird ausgespuckt. Die Sache ist, wenn so ein Modron ein bisschen plemplem wird, dann bricht er die Verbindung ab, behält aber ein bisschen Energie. Also, Nordrom, dieses Mechanus ist deine Energiequelle. Bestätige, Nordroms Lächeln rutscht über seine Augen und er wird eine Zeit lang vor sich hin, dann öffnet sich sein linkes Auge. Stück, Prozentsatz, kleiner Bruchteil von Quelle in Nordrom, Energie geteilt, Bindeglied abgetrennt,
Neutron stottert das letzte Wort und fängt an sich und fängt er dann fängt er sich wieder. Du bist von der Quelle abgeschnitten. Ist das nicht schmerzhaft? Negativ, keine Schmerzen. Nordrams Mund krümmt sich plötzlich, formt einen Halbkreis und dreht sich auf den Kopf. Bestätige Schmerzen, er klickt. Antwort Abweichung, Antwort ist sowohl wahr als auch falsch. Antwort ist inakzeptabel. Nun, ja. Wenn ein Teil der Antwort wahr ist und dann auch nicht die ist dann nicht die Antwort wahr? Nordrom ist eine Weile still. Antwort Abweichung wird erklärt durch Definition von Schmerzen. Keine körperlichen Schmerzen durch Trennung von Quelle entstanden. Dennoch sind Betriebseffizienzparameter verändert, sodass unbekannter Schaden aufgetreten sein kann. Formuliere Antwort schmerzhaft gleich unbekannt. Ach so, Nordrom, ich hätte noch ein paar Fragen an dich. Nordrom, ich muss es mir unbedingt merken, dass da kein R ist, obwohl das da viel besser sitzen würde. Wie geht's, Nordrom? Selbstbeobachtungszyklus beginnt. Nordrom klickt seine Augen zu und beginnt zu summen. Warte, bis Nordrom seine Analyse beendet hat. Kurz darauf klicken seine Augen wieder auf. Auswertung der Selbstbeobachtung, Wahrnehmung sind 1, kleiner b, kennen wir. Perspektive, ruhigen bereits um einen kleineren lauter. Ja. Schau. Hab mein Tagebuch auf wir haben irgendwas gemacht. Ich dachte, das kennen wir. Was habe ich gesagt? Also er sagt, kurz darauf klicken seine Augen wieder auf. Auswertung zur Selbstbeobachtung. Wahrnehmungen sind 1 kleiner und b lauter geworden. Flügel wurden durch Arm ersetzt, Grund unbekannt. Kennen wir. Warum kriegen wir dafür was? Glaubst du, dass die Trennung von deiner Quelle für die Verschiebung deiner Perspektive von dem ruhigeren und breiteren einen zum kleineren und lauteren verantwortlich ist? Nordrom starrt dich einen Moment lang schweigend an. Dann ertönt ein langsames Wurr aus seinem Inneren und er tschack klackt, bis du dir nicht sicher bist. Du bist dir aber nicht sicher, aber es klingt, als wäre etwas eingerastet. Ah. Intelligenz dauerhaft erhöht. Konstitution dauerhaft erhöht. 36.000 Erfahrung. Nordrom. Status aktualisiert. Selbstbeobachtungsbelastung abgebrochen. Leiter Spekulationsroutine und Hauptschleife zurück. Sag mal. Leite Spekulationsroutine und Hauptschleife zurück. Zu deiner Überraschung klingt Nordrom Stimme ein wenig schnarrender als zuvor. Sie ist glatter und kontrollierter. Das ist etwas beruhigend. Wir haben noch Fragen an dich. Können wir dich noch öfter danach fragen? Ja, wir warten, bis du deine Dings beendest, deine Analyse beendest. Und kurz darauf klicken seine Augen wieder auf. Auswertung der Selbstbeobachtung, Wahrnehmung 1, Quelle, Grund, also. Und B. Lauter geworden. Flügel wurden durch einen Arm ersetzt. Grund unbekannt. Verdacht, Hypothese, Flügel unerwünscht. Spekulation, Nordrom war einmal 1, aber ist jetzt kleineres, lauteres 1. Hinzufügen von Quelle. Grund. Wahrnehmungsverschiebung hat Informationsverarbeitung um 5% gesteigert. Noch weitere Fragen. Hast du schon mal von jemandem namens Ravel Rätsel schön gehört, Nordrom? Negativ. Nordroms Körper beginnt zu vibrieren, dann erklingt ein scharfes Schnappen und er ist wieder ruhig. Subjekt der Frage ist Nordrom nicht bekannt. In Ordnung, Nordrom, ich wollte dich noch etwas anderes fragen. Ja, eigentlich war es das, wie das aussieht, ne? Wie geht's dir? Analyse? Ja, bringt nichts mehr. Vielleicht gibt's ja noch ein paar andere Optionen. Man weiß es nicht. Ja,
Das ist langweilig, die Ebene, das wissen wir. Ich weiß nicht. Wie kommen wir hier raus? So, keine Fragen mehr. Auf jeden Fall hast du dadurch Treffpunkte dazu bekommen. Steht da nicht was von Intelligenz und Geschick oder so? Nee, Konstitution anscheinend. Ja, ist schon in Ordnung. Das war dann wohl Nordrom. Wieso greift der aus? Wozu brauchen wir den Succubus? Sie wird uns ja doch bloß verraten. Warum fangt ihr alle an und lässt dich loszurinnen? Okay, der Würfel, der ist immer noch... der würde uns über das lustige Ding jetzt hier aufklären. Und hier hinten hätten wir dann noch... hier den Leiter und die anderen. Vielleicht steht der noch was. Wir haben hier jemanden gefunden. Vielleicht können wir Nordrom ja auch noch mal sowas anderes fragen. Ich habe schon gefragt, wie er nach Rubicon gelangt ist. Der hat doch irgendwie... ja, wir wüssten das gerne, aber ich glaube, du sagst uns dann genau, du bist irgendwie über den Limbus. Du wurdest hier hingeschickt. Wenn du weiter erzählst... dritte Stufe, ja... was war das für ein Feldtest? Genau, das haben wir, glaube ich, noch nicht gefragt. Das geht jetzt um... den Würfel hier, was dieser Würfel für ein Feldtest war, und in das Menü sind wir ja zu der Frage nicht zurückgekommen, also behandeln wir das mal eben noch, also über den Würfel ist das. Was war das für ein Feldtest? Vorgesetzter Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, Feldversuch, Erkundung der Perimeter von schwierigem Rubicon-Verlieskonstrukt zur Bestimmung von Unstimmigkeiten. Viele Abweichungen entdeckt, Fehler beträchtlich. Nordrom gibt ein leises Heulen von sich und schließt die Augen mit einem Klick. Entwicklungsleiter nicht von Feldversuch zurückgekehrt. Ich habe gehört, dass der Rubicon-Zauberer den Entwicklungsleiter zerstört hat. Stimmt. Verdacht unbegründet. Jetzt bestätigt. Vorgesetzter stieß auf Fehler. Nordroms Augen klicken, als hätte er etwas im Auge. Frage: Der Fehler war groß und unerwartet. Und ob? Ich glaube nicht, dass es ihm sehr schwer gefallen ist, den Leiter auszulöschen. Wir reden ein andermal darüber. Ja, nehmen wir mal das hier. Verarbeitung neuer Informationen. Nordrom starrt dich einen Moment lang schweigend an. Dann erklingt ein leises Knirschen der Zahnräder in seinem Inneren. Nach einer Weile schrappt er: Schicksal des Entwicklungsleiters bestätigt. Leiter gleich genullt. Nun, Nordrom, um die Wahrheit zu sagen, ich bin der neue Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Rubicon. Nordrom starrt dich einen Moment lang an. Dann erklingt ein langsames Wurr aus seinem Inneren und er klickt, bist du dir nicht sicher, aber es klingt, als wäre etwas eingerastet. Geht's dir gut, Nordrom? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Kriegen wir nochmal Intelligenz und Geschick für ihn. Status aktualisiert. Entwicklungsleiter jetzt in Hierarchie wieder bestätigt. Zu deinem Erstaunen ist das Schnarren in seiner Stimme schwächer geworden und klingt nun glatter, kontrollierter als zuvor. Das ist etwas beruhigend. Nordrom, aus reiner Neugierde. Sag mir nochmal, worüber ein Entwicklungsleiter so verantwortlich ist und wie sehr du ihm gehorchen musst. Ein langsames Tschick-Tschick-Tschick ist von Nordrom zu vernehmen, wie eine Uhr, die gleich explodieren wird. Antwort: Verantwortlichkeit des Leiters. A. Integrität. Unterstützung des Rubicon-Projekts. 2. Befehlsvergabe an Rubicon-Bataillon-Arbeitsgruppe. Zeitraum der Einhaltung in Übereinstimmung mit Nordroms Gehorsam. Bis Rubicon-Projekt abgebrochen. Entwicklungsleiter gleich Nordroms Vorgesetzter. Du machst also genau, was ich dir sage. Dann habe ich ein paar Befehle für dich, Nordrom. Was für eine Sache hat denn der Entwicklungsleiter von dir verlangt? Fragen wir ihn erstmal, was der ursprüngliche Entwicklungsleiter von ihm
verlangt hatte. Nordoms Läden schließen sich mit einem Wurr vor seinen Augen, als dächte er nach. Auftragsroutine, Auswertung, Vorwärtserkundung, Aufräumer, zugewiesene Perimeter von Rubicon-Projekt auszuwerfen, zu werten, zu katalogisieren, aufzuräumen und Bericht zu erstatten. Bericht beinhaltet in Integritätsauswertung, Ausmerzung der Projektfehler, Rettung von eigenwilligen Gegenständen vor Unordnung. Integritätsauswertung? Wiederholte Wortmal bestätigt. Echo? Integritätsauswertung. Ziel der Auswertung: Fehler in Rubicon-Projekt entdeckt. Katalogisieren. Dann solche Fehler beheben. Natur des Multiversums und Natur der Ebene. Limbus gefährdet Rubicon-Projekt. Und wie genau gefährdet das Multiversum und der Limbus das Projekt? Eigenschaften des Multiversums. Risse, Ausbesserung, neue Risse. Fehler, verursacht durch Portale. Leitung im Raum. Häufigkeit, Muster unbestimmt. Lösung unbekannt. Nordrom gibt ein leises Tss von sich. Während Dampf aus seiner Öffnung ausscheint. Der hat eine Öffnung noch gar nicht erwähnt. Nordrom kann Risse nicht reparieren, verschließen. Aktueller Status: Nordrom ist beschränkt auf Wahrnehmung der Risse. Einen Moment mal. Du kannst Risse in Ebenen sehen? Portale? Wie? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Fähigkeit, Portale zu entdecken. Maximaler Abstand zu Portalen variiert. Abhängig von Fehler, mittlerer Distanz, Y+78. Eine merkwürdige Folge von Klicken ertönt und Nordrom ertönt von Nordrom. Nordrom, so, naja. Als würde eine Parade knackender Käfer durch sein Inneres marschieren. Nordrom muss sich auf 3 Meter an Portal annähern. Fehlertoleranz +/-6 cm. Werde Warnsignal geben, wenn ein Portal in der Nähe. In Ordnung. Was waren nochmal deine anderen Aufgaben? Ausmerzung von Fehlern. Nordroms normales Schnarren weicht einem zitternden Murmeln. Fehler. Viele. Alle Konstruktionen im Rubicon-Projekt sind fehlerhaft und existieren gegen den Willen des Entwicklungsleiters und des Personals des Rubicon-Projekts. Befehl erteilt. Fehler, die gegen den Willen existieren, müssen aufgehoben werden. Hindernis. Nordrom nicht in der Lage, Spezifika der Aufgabe auszuführen, ohne Nullstatus zu erleiden. Du konntest diese abtrünnigen Konstrukte also nicht allein aufhalten. Zumindest nicht, ohne in deine Zahnräder zerlegt zu werden. Bestätige, Nullstatus kontraproduktiv zur Ausführung der Aufgabe. Naja, vielleicht wenn sie dir bessere Waffen gegeben hätten. Die Armbrüste in Nordroms Händen beginnen zu klicketi-klicken und zu schnarren. Wie zwei seltsame Insekten. Er hört ihnen eine Weile zu, dann sieht er dich an. Meine Armbrüste möchten eine Frage einreichen, gefolgt von 33 Bitten um Hilfe. Munition begrenzt durch Vorschlag des Erschaffers. Möchtest du eine neue Spezialmodifikation eingeben? Klar, naja, wie wär's mit, keine Ahnung, vielleicht einem pyramidenförmigen Kopf, nur dass der Kopf in 3 Teile springt, wenn er auf etwas aufschlägt. Eine Regel der 3 Bolzen oder wie. Etwas mit größerer Treffsicherheit wäre gut, mit einer Art Federästhetik, um deine Reichweite zu demonstrieren. Im Moment fällt mir nichts ein. Ja, hier nimm dieses komische Detonation-Ding, mehr Schaden. Gegenstand hinzugewonnen. Klar, naja, wie wär's, achso, das war ja das. Plötzlich ertönt ein Pling von Nordroms Armbrüsten und eine Ladung Armbrustbolzen wird aus ihnen heraus in die Luft geschleudert. Zwei
Klappen öffnen sich an Nordoms Seite und die Armbrustbolzen fallen mit einem Rasseln hinein. Einer nach dem anderen, als die Armbrüste ca. 10 Bolzen herausgeschleudert haben, sind sie wieder still. Du hast das seltsame Gefühl, dass sie erschöpft sind. Vielleicht sollten sie sich eine Weile ausruhen. Was hattest du noch gleich für andere Aufgaben? So. Rettung von eigenwilligen Gegenständen. Bestätige, es erscheinen Gegenstände im Irrgang, die im ursprünglichen Plan des Rubicon nicht vorgesehen waren. Sie müssen gesammelt, katalogisiert, ausgewertet und gelagert werden, um Störung zu vermindern. Modronen werden ausgeschickt, um sie zu holen und sicherzustellen. Hast du auf deiner letzten Reise irgendwas gefunden? Bestätige. Kannst du mir das geben, was du gefunden hast? Ein ganzer Sack voll Gegenstände. 7 Stück. Bestätige. Nach einem Moment der Stille schließen sich die Läden langsam über Nordrams Augen. Auf seinem Inneren ertönt ein Tschick-Tschick-Tschick, gefolgt von einem Klick. In Nordrams linker Seite öffnet sich eine Luke, in die er mit seiner freien Hand hineingreift. Er gibt dir verschiedene Dinge, darunter eine Handvoll Kupfermünzen. Du hast gesagt, du hättest Gegenstände ausgewertet, die du gefunden hast, wie? Noch ein Gegenstand. Plötzlich ertönt ein Pling von Nordrom und ein Klack-Klack, während sein Linsengehäuse zu rotieren beginnt. Eine kleine Klappe öffnet sich in Nordroms Seite und eine neue Linse springt heraus, fast wie durch Zufall. Nordrom betrachtet sie, antwortet, Austauschlinse mit Vergrößerungsfunktion im Gehäuse befestigt. Was war nochmal deine Aufgabe? Nee. Wir wollen dich noch was anderes fragen. Denk mir nochmal, welche Aufgaben ein Entwicklungsleiter hat. Ja, dann wird das halt länger. Du machst also genau das, was ich dir sage. Dann habe ich ein paar Befehle für dich, Nordrom. Ja, wir haben vielleicht noch ein paar Befehle für dich. Status, erwarte Befehle. Nordrom, ich möchte, dass du allen überflüssigen Ballast aus deinem Gedächtnis streichst und es stattdessen dafür verwendest, deine Logik und deine Selbstbeobachtungsroutine zu verbessern. So. Bestätige. Ein Moment herrscht Stille, dann schließen sich die Läden über Nordoms Augen. Man vernimmt ein Tschick-Tschick-Tschick aus seinem Inneren, gefolgt von einem Knirschen. Das Knirschen geht in ein metallisches Quietschen über, das sich auf Nordroms Seite das Gehäuse öffnet und der überflüssigen Ballast entgegenfliegt. Du versuchst, die einzelnen herausfliegenden Teile aufzufangen. Intelligenz dauerhaft erhöht. Nordron sammelt sich einen Moment, dann klicken seine Augen auf. Befehl verarbeitet. Ich habe noch mehr Befehle für dich. Warum wirst du nicht aggressiv und greifst alle an, die du erwischst? Führe mir einen kleinen Tanz auf, Nordrom. Ich befehle dir, auf die Nase zu fallen und dann wieder aufzustehen. Wechsel die Armbrüste von einer Hand in die andere. Ach, vergiss es. Warum wirst du nicht aggressiv und greifst alle an, die du erwischst? Warte mal, das speichern wir lieber vorher. So. Wir haben Befehle für dich. Nimm mir mal das. Ah ja, wie ich schon dachte. Ein guter Grund, vorher zu speichern. Das war der Autosave. Den brauchen wir. So. Ja. Damit ist er eigentlich schon gut dabei. Mit 20 Intelligenz, die er als Kämpfer eigentlich nicht braucht. Egal. Was könnte man ihm noch sagen? Irgendwie bin ich gerade am falschen Menü. Dialog. So. Habe ich ein paar Befehle für dich? Aufgaben als Entwicklungsleiter. Was machst du mit deinen Armbrüsten? Können wir also direkt drauf zugreifen? Also schön.
gebe ihm nochmal einen Befehl für dich. Führ mir einen Tanz auf. Ich befehle dir, auf die Nase zu fallen und dann wieder aufzustehen. Wechsle die Armbrüste von einer Hand in die andere. Was bringt denn das? Nerdrom sammelt sich einen Moment, dann klicken seine Augen auf. Befehl verarbeitet. Ausgezeichnet. Was hat das jetzt gebracht, dass wir die in seine Hand gewechselt haben? Man weiß es nicht. Schaut nichts bei, wir haben auf jeden Fall jede Menge Müll bekommen. Ramsch. Vor allem Ramsch und ein Glasauge. Boah, Ramsch haben wir uns auch mal wieder schon immer gewünscht. Achso, das ist Uhrwerkschrott. Identifizieren. Ach, das ist ein Zauber. Ein Zauber aus Uhrwerkschrott war zwischen den Ramsch. Apparat von N0 Eva. Kleines Artefakt. Kopieren wir uns einfach mal. Zauberbuch. Müsste jetzt hier irgendwo drin sein. Falsches Menü. Ich stecke das ein. Nee, das da. N0 Evas Verdopplung. Ja. Nett von dir. Und du hast Bolzen hergestellt. Wo auch immer die jetzt gelandet sind. Fällt auf den Boden? Nee. Gut. Dann sind wir hier fertig, wie es scheint. Ich wüsste jetzt nicht, worüber wir noch mit ihm reden könnten. Wir wissen, dass er Portale finden kann. Wir haben ihn 3 Statusverbesserungen gegönnt. 20 Intelligenz für so einen komischen Kasten. Naja. Und sein Dings ist noch besser geworden. Naja. Dann werde ich in eurer Abwesenheit wohl noch ein Stück leveln. Und vor allem Kram fair und einkaufen, bevor ich das tue. Also, auf Wiedersehen. Nächstes Mal geht es dann mit was anderem als diesem Labyrinth weiter. Wir rennen dann wieder ein bisschen durch die oberen Bezirke von Sigil, schätze ich. Tschüss.